Hi zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, wir klettern gerade in das Aquarium, das wir gestern hier entdeckt haben. Und öffnen wahrscheinlich Owen von der anderen Seite die Tür. Nein, okay. Wir ziehen ihn hoch. Ja, warum nicht? Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Ich glaube, bei Abbys kann man das Alter immer von der Länge des Zopfes ablesen. Das ist wie bei Bäumen mit dem Baumrinden, so ist es bei Abbys mit dem Flechtzopf hinten. Das sind gar keine richtigen Haare, ihre Haare sind einfach nur kurz und zurückgegelt, aber aus dem Hinterkopf wächst so ein Zopf, der mit dem Alter immer länger wird. So wirkt's, finde ich zumindest. Da ist ein Aquarium im Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Ich meine, er hat die Fotos ziemlich genau studiert, die Bilder. Er muss es wissen. Ob das der gleiche Zeichenstil ist, würde ich sagen. Versperrt. Max Place, oder? Max Spielecke. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Wenn die Familie wiederkommt? Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Oh Gott. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird es nur dein... Okay. Hier wird er nur deine Schwäche annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen. Wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen. Sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, dass... wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen, die Welt ist schlecht, es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Erstens wird er da immer noch rumsitzen, wahrscheinlich. Und zweitens seid ihr jetzt höchstwahrscheinlich tot. Kinder, es war wahrscheinlich eine gute Idee, sich hier im Aquarium einzusperren. Tja. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut.
Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst Was verstehen. Meinst du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist doch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor... Achso. Er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Da haben wir es schon. Daher kommt dieser seltsame, dieses komische Gedankengut, von wegen, sie muss Max hier wegbringen, weil der Vater sonst, ne, weil der Vater zu schwach ist. Und deswegen geht sie zu dieser radikalen Sekte, wo sie stark werden. Zumindest stark misshandelt wahrscheinlich. Insofern. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. Ich habe mich schon gefragt beim ersten Zettel, woraus sie abließ, dass die sich den Skars angeschlossen haben. War meiner Meinung nach nicht gerade ersichtlich. Jetzt, nach dem Brief, hätte der Dialog mit den Skars erst kommen sollen, finde ich. Aber gut, okay. Abby ist einfach schlauer als ich. Na dann, Owen. Los geht's. Ja, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Entschuldigung, Owen. Ich muss noch mal ganz kurz aus Interesse auf das Bild gucken. Weil wahrscheinlich haben quasi die Skars... Ich glaube, das war eine Tochter, oder? Nee, das sind 2 Söhne. Dann haben die Skars quasi im Grunde den älteren Sohn indoktriniert und dem irgendwas erzählt, von wegen, man muss stark sein und Härte und bla bla bla. Und der hat im Grunde dann den kleinen Sohn entführt. Und dann hat sich der Vater wahrscheinlich umgebracht. Kann ich verstehen. Ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Skars mitgenommen. Aber ich bin auch ein rachsüchtiges Arschloch. Keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... Eine andere Welt, was? Eine andere Welt, was? Wo war denn die Tür? Ach ja, da hinten. Ah, da ist noch ein Zettel. Kinder, wenn ihr es findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Guckt, und da wirft der Ricky dem Dad vor, dass der schwach sei, nachdem der so viel Größe beweist hier. Crazy. Ich wünschte, die Kinder hätten das lesen können. Aber wir nehmen den Brief mit, damit die Kinder das, sollten die wirklich mal zurückkommen, ganz sicher nicht mehr finden. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Das Weite Meer Ausstellung.
Ja, und was ist denn jetzt? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. So hoch war das auch wieder nicht. Ich meine, die ist gerade von dem Kran gesprungen, von dem Riesenrad. Ich würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Bin ja schon da. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Ja. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Okay.
So. Jetzt beginnt wieder eine Gameplay-Passage. Jetzt bin ich auch wieder hier. Ja, da ist die eine Schraube, der eine Schrott, den wir brauchten, um ein Zielfernrohr auf unsere Jagdpistole zu schrauben. Und nochmal 5 extra. Cool. Ob wir da rein können? Aha. Was machst du da? Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Was ist das? Ja, was ist das? Oh, nein. Was denn? Ein heißes spanisches Flüstern? Hey! Das ist privat. Nein! Oh, sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, perdón, no hablo inglés. Verdammt, jetzt hätte ich es aber echt gern gelesen. Ich wollte nicht anfangen zu lesen, bevor die nicht aufhören mit, ne? Hä, was ist denn das da? Guck mal, ich habe die Taschenlampe aus. Ach so, Ziegelstein werfen. Ja, ich wollte mir nur das genau ansehen, weil das sehr nach Mega Man aussieht. Ist aber Armored Guardian. Hä, aber verdammt sieht das nach Mega Man aus. Nur in Rot. Aber ich meine, Mega Man ist ja nicht umsonst beinahe Rainbow Man geworden, weil er ist sehr bunt, wenn er will. Hey. Danke. Hierfür? Ja, und alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Maps. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Findest du? Ich finde, die Sprunganimation sieht nicht gut aus. Ah, aber in Wirklichkeit springt halt auch niemand. Wann springt man schon mal, außer man will irgendwo drüber springen? Deswegen ist das in Videospielen immer ein bisschen komisch, das Springen. Es muss ja in Videospielen irgendwie Sinn machen, zu springen. Und deswegen sieht das dann halt so aus. Ich find's gut. Okay, jetzt aber wieder ernst. Okay, wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst, pass gut auf dich auf. Bis dann. Ich glaube, in Wirklichkeit würden in der Welt tatsächlich die meisten Leute durch Zecken sterben, okay, wenn die dauernd so durchs hohe Gras kriechen. Hirnhautentzündung, Borreliose, Wundstarrkrampf, alles Mögliche. Na dann, haben wir erstmal wieder ein kleines Gebiet, das wir uns hier anschauen können. Das ist schön. Ich mag das. Ich habe gern kleine Gebiete, in denen ich mich erstmal ein bisschen umschauen kann. Bam! Hat sie gerade ihre bloße Hand benutzt? Ne, sie hat schon ihre Nahkampfwaffe in der Hand. Aber es sah so aus, als hätte sie einfach mit der Faust so büsch. Nicht, dass sie das nicht könnte. Bezweifle ich keine Sekunde. Aber warum sollte sie? Sie schneidet sich nur. Schüsse. Das stinkt hier so. Und Gestank. Aber sie sagt, was stinkt hier so? Also es ist kein gewöhnlicher Pilzgeruch anscheinend. Aber was stinkt denn dann hier so? Ich würde es gern sehen. Ich würde es gern wissen, was hier so stinkt. Wollen wir in das eingeschlagene Fenster klettern? Aha, gut, dass ich mich hier noch umgesehen habe. Ich wollte schon weitergehen. Urban Warrior. Der Stadtkrieger. Nahkampffähigkeiten. Nice. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb einer kurzen Zeit dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls Schlag. Verstehe ich nicht. Schläge sind Nahkampfaktionen mit größerem Schaden gegen... Ah ja, okay.
gegen betäubte oder überraschte Gegner. Effektivere Medikit. Besseres Zielen beim Bewegen. Schnellere Medikit. Impuls hält länger an. Plus 70% Dauer. Was ist denn bitte ein Impuls? Hey, aber wenn wir gerade dabei sind, könnten wir eigentlich mal was hochleveln. Entweder Gegner im Lauschmodus deutlicher sichtbar oder Messer anfertigen. Das klingt irgendwie interessant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Abby unbedingt Messer braucht. Weil die eh alle einfach erwürgt. Warum braucht die eine Stealth-Kill-Waffe? Aber wir machen mal zwei. Im ersten Teil waren Messer ja noch wichtige Geräte für alles Mögliche. Der stinkt hier wahrscheinlich so. Meine Freunde, vergibt mir, ich habe euch enttäuscht. Ich bin vor einem Trupp Wolves geflohen und bin auf eine Gruppe Dämonen gestoßen. Sie haben mich überrumpelt. Wenn wir unsere Prophetin gnädig ist, werde ich sterben, bevor die Verderbtheit einsetzt und ich die Kontrolle über meine Sinne verliere. Jetzt sehe ich deutlicher als je zuvor die Rechtschaffenheit unseres Weges und die Schlechtigkeit der Wolves. Ich werde glücklich sterben mit der Gewissheit, dass ich eine kleine Rolle in der Wiederherstellung der Reinheit unserer Spezies in der Welt gespielt habe. Solltet ihr mich finden, verbrennt mich und sprecht in Worten über meine Überreste. Ihre Worte. Gezeichnet Henry. Henry. Ja, nein, du kannst ja verrotten. Na schön, wie gesagt, cool, dass wir uns hier umgesehen haben, weil das hätte ich total übersehen, aber sowas von. Das freut mich jetzt. Wenn sie nicht gesagt hätte, puiuiui, stinky pinky, dann hätte ich das garantiert übersehen. Scheiben einhauen macht Spaß. Ist das eine... Nee, ich dachte, da steckt eine Axt in der Wand. Na schön, Leute. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Morgen klettern wir aus dem Fenster. Macht's gut, bis dann. Ciao.